Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und komme aus Bremen. Ihr habt abgestimmt. Ich hatte um Abstimmung gebeten, welches meiner Vorbestellungen an Sets oder Schablonen ich euch als erstes zeigen soll. Und ihr habt abgestimmt für die Funkeflock. Das ist ein Produktset, was du ab September auch gerne direkt bei mir bestellen kannst. Das wird dann nämlich im neuen Mini sein, der ab September Gültigkeit hat. Und machen möchte ich heute gerne mit dir so eine Karte. Ich finde das so schön. Also ich habe weiß geembossed, den Hintergrund ein bisschen mit drei verschiedenen Farben gewischt. Was habe ich genommen? Stehen hier noch Lagunenblau, Babyblau und Boho-Blau. Aber je nachdem, was einem gefällt, kann man das ja arrangieren. Und wenn du sie aufmachst, klappt das dann so aus. Und ich habe alle Texte reingestempelt, die ich so hatte. Und hier unten habe ich es nur so ein bisschen mit dem Blending-Pinseln gewischt, damit man da auch noch einen persönlichen Text reinschreiben kann. Das ist meine Idee zu den Funkelflocken, die erste Idee, die ich dir jetzt gleich zeigen möchte. Und nochmal vielen Dank, dass echt einige abgestimmt haben und das kommt demnächst bestimmt nochmal. Und dann würde ich mich freuen, wenn noch viel, viel mehr abstimmen würden. Also, es geht los. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Also, ich habe hier jetzt schon mal was, ein bisschen was vorbereitet. In Lagunenblau. Das ist der Kartenrohling 29 bei 14,5 gefalzt und 10,5 in der Breite. Dann für außen der Aufleger in Grundweiß in 10 mal 14. Dann für innen ein Stückchen, das ist 24 gefalzt bei 5, 12 und 19. Also das ist für meine Schneeflocke. Das ist auch für meine Schneeflocke. Dann nochmal für innen 4 Stück in Grundweiß in 9 mal 5,5 und 4 Stück in 9,5 mal 6. Das ist das, was ich schon mal vorbereitet habe. Ich hoffe, ich habe nicht viel vergessen. Das stellt sich dann ja gleich raus. Das lege ich schon mal zur Seite. Ich fange mit außen an. Dafür nehme ich mir Blending-Pinsel. Als Farben habe ich mir hier jetzt rausgesucht Babyblau, Lagunenblau und Boho-Blau. Also blühlastig. Ich sehe, wo weniger Farbe drin ist. Da. Ich fange mit Boho-Blau an und dann gehst du da einfach so ganz leicht überall rüber oder so, wie es dir gefällt. Und ich mag es ja gerne. Hier sind so ein bisschen Licht zu sehen von draußen. Es scheint mal die Sonne. Dann werde ich jetzt Boho-Blau nehmen. Solche Hintergründe zu gestalten, ist ja echt nicht schwer. Wenn du solche Blending-Pinsel nicht hast, kannst du das auch mit einem Schwämmchen machen. Das geht auch. Das geht ja mit vielen Sachen. Es gibt für alles eben halt, wie ich immer so schön sage, ein Ferrari. Und für mich sind im Moment diese Blending-Pinsel der Ferrari, um solche Hintergründe zu machen. Und da kannst du auch noch mal schön rüber gehen. Das war's schon. Man muss ja auch auf... Ach nee, für innen wollte ich auch noch ein paar machen. So.
Seite noch mal so ein bisschen. Dann mache ich nur so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen dann an außen angleicht. Noch ein bisschen Boho hinterher. Auch noch ein bisschen Boho. Bohohoho. Und ein bisschen Laguna. Sind jetzt natürlich für einige nicht diese typischen Weihnachtsfarben. Also typisch meine ich mit Rot und Grün. Aber ich finde immer so, typisch muss das auch alles gar nicht mehr sein. Jetzt fange ich mit dem Stempeln an. Ich nehme natürlich wieder meine Matte. Papier wird nicht versteckt. Da bist du. Geschickt. So. Und jetzt hast du hier ja genug verschiedene Schneeflocken, Eiskristalle, wie auch immer du sie nennen möchtest. Ich nehme jetzt mal den, den und den. Also groß, mittel und klein. Groß und klein. Fange ich jetzt mal mit Boho Blau an. Ich tupfe da immer rein in die Farbe, damit ich hoffe, mir die Ränder damit nicht einzusauen. Und da dann im Endeffekt mehr Abdrücke habe, als wie ich haben möchte. Das reicht schon mal. Ich mache mal noch einen kleinen dazu. Dann nehme ich noch Lagune. Machen wir mal eben einen großen sauber. Nehme dafür natürlich wieder meine Schrubbox. Wenn du die einmal kennengelernt hast, wirst du sie lieben. Den auch gleich sauber machen. Nee, ich will ja nicht alles gleich haben. Jetzt nehme ich mal den mittleren. Und da noch einen hin. Jetzt nehme ich mir schon mal einen Text. Funkelschöne Feiertage. Den mache ich mit Lagunenblau. Na, nicht an die Finger. So, und wieder was vergessen. Nehme ich hier nämlich auch nochmal. Schon einmal verenden. Dann, was haben wir denn noch als Text? Haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Dann haben wir den kleinen hier.
Mikro ist fest. Flocken wir hin. Dass die alle sauber sind. Noch ein paar Flocken drauf. Und dann haben wir hier noch einen. Habe ich den jetzt schon? Ja. Den habe ich auch. Habe ich jetzt mal drücken gelassen. Keiner hat aufgepasst. Hier habe ich noch einen. Den habe ich. Habe ich den nicht. Was ist das denn? Das ist frohes Fest, das habe ich. Ich habe doch eben noch einen zur Seite gepackt. Funkelschöne Feiertage habe ich auch. Ich gehe mal eben auf die Suche. So, na, trotz langer Suche, ich weiß nicht, wo ich ihn gelassen habe. Mein Spruch, diesen hier, lass dich verzaubern. Der wird hier wahrscheinlich direkt irgendwo vor meinen Augen liegen. Ich sehe ihn aber nicht. Also machen wir das hier ganz anders. Und dann mache ich hier nämlich frohes Fest. Habe ich schon. Oh, sag mal. Du kommst da hin. Für dich. Für dich passt auch immer. Nee, du zeigst dich gleich. Du Stempel, du Verschwundener. Einmal mache ich immer daneben. Für dich. Und dann noch ein paar Schneeflocken. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich bin hier an sich immer alleine in meinem Bastelreich. Aber irgendwie verschwinden hier trotzdem Sachen. Lässt mir ja keine Ruhe, ne? Er klebt auch nicht drunter. Okay, dann machen wir weiter. Ich habe beschlossen, dass ich da jetzt auch noch ein bisschen Farbe mache, weil das soll dann für deinen persönlichen Text sein in der Karte. So. Dann wieder alles sauber machen. Und den kleinen. Schau mal, denkt, dass das so weg ist, ne? Jetzt nehme ich mein Embossing Buddy, das ganze Equipment mit Buddy und Haltepinzette, Auffangschale findest du alles im Jahreskatalog, was wirklich hilfreich ist, aber man kann es auch ohne machen und man muss ja auch nicht embossen. So, Pistole, Heißluftföhn. Einmal. Und zum Embossen brauchst du halt ein Stempelkissen, was nicht schnell trocknet. Und das ist zum Beispiel das Papier verschwunden. Das wäre Sommer. Weil da gleich die, das Pulver drauf halten soll, darf es eben nicht zu schnell trocknen. Und dafür eignet sich das eben halt sehr gut. Einmal den großen. Und den mittleren.
was jetzt natürlich nicht so schön ist. Du siehst nichts, was ich tue, da Versamark transparent ist. Das wird gleich erst wieder durch das, oder vielmehr mit dem Pulver sichtbar. Machen wir da unten noch einen größeren. So. Das schon mal zu. Das zur Seite. Ich habe immer noch mein Pulver in meinen kleinen Döschen. Aber wie gesagt, es gibt jetzt ja auch diese tolle Auffangschale für das Pulver. Und das ist auch echt super. Und jetzt siehst du schon mal, dass es bei da, wo ich mit Versamark gestempelt habe, das Pulver dann hängen bleibt. Ich klopfe immer einmal von hinten nochmal gegen, damit auch wirklich alles abfällt. So, Pulver weit genug weg. Jetzt nehme ich die berühmte Zange. Das ist die, die in dem Set drin ist. Die hat vorne Porzellan. Und dadurch kannst du die da wirklich so super hinklemmen, ohne dir die Finger zu verbrennen. Jetzt wird es ein bisschen laut. So. Nein, da fehlt ja noch. Hier siehst du. Da war ich nämlich noch nicht. Das ist noch ganz matt. Sieht man das? Ja, ne? Jetzt müsste ich aber überall gewesen sein. Das klebe ich jetzt schon mal auf die Vorderseite. Natürlich mit Tombow. In mein Pulver wegstellen. Die Stanze. Und dafür habe ich hier jetzt ein Stückchen in Lagunenblau in der Breite von 5 cm mal 10 und ein Stückchen Antikgold in so 8 cm mal 2,5 und das werde ich jetzt mal eben stanzen. Bei dem passenden Stück ist es nicht ganz so schlimm. Achtung, es wackelt. Und bei dem Stückchen, weil das ja wesentlich schmaler ist, drehe ich mir das um und schaue, dass ich das genau mittig anlege. Kleinen Ticken darüber. Ja, okay, ist meine Mitte. So. Das auch. Die beiden klebe ich jetzt auch mit, kürze ich den noch. Der kann ruhig noch einen Zentimeter kürzer, würde ich mal sagen. Dann sieht man das schöner. Das ist besser.
Das klebe ich jetzt mit dem Endschnitz drauf. Und einen für die Mitte. Jetzt mache ich erstmal innen weiter. Und zwar kommt dieses geprägte Teil hier rein. Du legst es dir am besten wirklich die Mitte auf deine geprägte Mitte, klappst dir den um, machst da, entweder kannst du dir auch Abreißklebeband dran machen oder whatever. Dann einmal die Seite. Schon ist dieser Mechanismus schon mal fertig. Jetzt werde ich die alle übereinander kleben, also meine Mattung mit meinem gestempelten. Mal. Den und den für den Text. Wie rum mache ich es? Ich fange mal mit für dich an. Den kannst du also komplett plan aufkleben. Der ist ja nicht beweglich. Dann einmal hier nur. Also, okay. So, so, da so. Muss ja nicht viel halten, aber es sollte die Mitte sein, sonst klappt der Mechanismus gleich nicht mehr. Da, das kann man sich natürlich auch markieren, aber ich bin ja ein bisschen faul. Achso, und den kannst du wieder ganz aufkleben. Und schon passt das so. Und jetzt geht es außen noch ein bisschen weiter. Mein Stempel ist wieder aufgetaucht. Lass dich verzaubern. Den möchte ich gerne vorne drauf machen. Und stempel den auch mal mit Lagunenblau. Übrigens war der Stempel in der Hülle, aber nicht am richtigen Platz. Und dann guckt man natürlich auch dreimal drüber. Ich jedenfalls. So, weg. Zum Ausstanzen nehme ich hier diese Rechtecke mit Büttenrand. Meine kleine Maschine. Wo muss ich denn so?
so. Ja, Frau Schröder, wo haben wir denn jetzt die Platte gelassen? Hier. Irgendwann muss ich hier mal anbauen oder mich anders aufstellen. Das ist einfach immer alles zu eng. Zumindest hat das geklappt. Und jetzt nehme ich noch den eine Nummer größer von dem Büttenrand. Nicht im Bild. So. Den zum Matten. Auch in Lagunenblau. Nein. Doch. Die beiden schon mal zusammen. Hier drunter mache ich jetzt noch, ich habe noch so einen Rest von dieser goldenen Kordel. Die werde ich mir mal da drunter machen. Dafür nehme ich mir ein Stückchen Abreißklebeband. Wie rum jetzt so. Ich nehme mir das so dreimal um den Finger. Wo ist was? Hallo. Dass das immer so krummelig werden muss. Fest. Den schneide ich ab, damit er da nicht rausguckt. Der guckt nicht raus. Schon wieder ein falscher Fehler. Nein. Und jetzt könnte man auch noch ein bisschen Bling-Bling draufsetzen. Es gibt ja diese schönen neuen. Also die wird es für dich geben im September. Das sind Glitzerpailletten, selbstklebende. Und das ist schon mal die Artikelnummer. Vormerken. Und dann nehme ich doch mal diese hier. Eine Nummer kleiner. Das gefällt mir. Ja, das ist die Karte, die bei mir bei den Funkelflocken mit der passenden Stanze bei rausgekommen ist. Ihr habt dafür abgestimmt, das hat mich echt total gefreut, weil es ist immer schwer zu entscheiden, was zeigt man als erstes oder was, wo ist das Interesse. Und jetzt waren die Funkelflocken vorne, aber gefolgt von den Schablonen, ganz stark gefolgt. Also wird es demnächst auch was mit den Schablonen geben. Hier ist nochmal die komplette Karte. Geht das auch ein bisschen weiter weg? So. Kannst du das, glaube ich, ganz gut erkennen. Und wie du gesehen hast, es war nicht schwer. Man muss ja auch nicht embossen. Man kann auch nur stempeln, mit ganz anderen Farben spielen. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ein Daumen hoch würde mich wirklich sehr, sehr freuen.
und ein Abo umso mehr. Und es würde mich noch mehr freuen. Ich werde bestimmt bald wieder meine Abstimmung machen, wenn da noch ganz viele mehr mit dran teilnehmen. Bis zum nächsten Video. Eure Susanne Schöder. Tschüss. Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together.